Ich bin hier gerade am Bahnhof Implerstraße und die Stadtwerke München, die erneuern hier von März bis Juli 2022 das Weichenfeld. Und ich treffe hier gleich den Projektleiter, den Matthias, und der zeigt mir, was da unten gerade alles so vor sich geht. Kommt doch einfach mal mit. Hi Matthias. Hi, grüß dich. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ja, die Baustelle Implerstraße ist ja ein ganz schön großes Projekt, ja, nimmt ja auch 3 Monate in Anspruch. Mhm. Aber was genau passiert hier denn eigentlich? Das zeige ich dir gerne, aber zuerst Weste anziehen. Ja. Okay. So. Wir erneuern hier die ganze Gleisanlage. Die Schienen, die Schwellen, auch der Schotter kommen raus. Erneuerung der Schottermatte wird eingebaut. Alles erneuert, auch die Stromschienenanlage Richtung Goetheplatz wird erneuert. Das klingt ja nach super viel Aufwand. Warum ist es eigentlich nötig? Die über 40 Jahre Beanspruchung durch die U-Bahn-Züge haben natürlich Spuren auf der Gleisanlage hinterlassen, sodass wir aus Verschleißgründen jetzt die ganze Anlage erneuern. Was genau passiert hier heute eigentlich? Wir schottern die Weichen jetzt noch final ein, damit am Wochenende die Stopp- und Richtarbeiten beginnen können. Das geht aber nicht von Hand, oder? Nein, das geht nicht von Hand. Zeige ich dir gerne. Okay. Komm mit. Ein Steinstaubsauger. Genau, richtig. Sozusagen. Du, Matthias, du hast ja gemeint, dass die Schottersteine, dass die auch ausgetauscht werden müssen. Warum eigentlich? Ja, leider haben 40 Jahre U-Bahn-Betrieb den Schotter unter der Schwelle ganz schön zermahlen. Das heißt, er hat diese dämpfenden Eigenschaften nicht mehr. Das hat leider dann zur Folge, dass unsere Schienen schneller verschleißen. Und deswegen muss leider alles neu gemacht werden, auch mit dem Schotter. Okay, und die dämpfen jetzt schon wieder? Die dämpfen jetzt schon wieder. Guter Schotter. Wir haben unter den Schotter die Unterschottermatte eingebaut. Sie ist dafür da, dass der Lärm von dem U-Bahn-Betrieb ein bisschen gedämpft wird. Cool. Mit speziellen Transportzügen werden alte Schienen, Weichen und Co. abtransportiert und neues Baumaterial angeliefert. Aber auch ein alter Lüftungsschacht an der Theresienwiese hat extra für die Bauarbeiten an der Implerstraße eine ganz neue Funktion bekommen. Hier sind wir jetzt am Logistikschacht. Es handelt sich um einen alten Lüftungsschacht, den wir umfunktioniert haben. Hier kommen das alte Material, also alte Schienen, alter Schotter, kommen hier raus, aber der neue Schotter, neue Schwellen und so weiter, ganzes Kleinmaterial kommt hier wieder runter und wird verbaut. Und hier liegen jetzt schon ganz viele neue Schottersteine, das heißt, die sind dann auch von da oben hier runtergekommen? Genau, die sind von da oben mit dem Kran hier runter in den Tunnel gekommen. Das ist auch echt riesig. Ist es dann hier auch wirklich 24/7 in Betrieb? Genau, richtig. Wir versuchen natürlich, die Sperrung so kurz wie möglich für die Kunden zu halten. Deswegen arbeiten wir 24/7. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch zwischendrin mal ganz schön ist, hier ein bisschen Tageslicht abzukriegen und wieder frische Luft zu schnappen, weil drin ist schon ein bisschen stickig ab und zu. Das stimmt, aber da haben wir auch was Besonderes. Die besondere Lösung ist diese riesige Belüftungsanlage. Denn bei den ganzen Arbeiten hier unten staubt es natürlich sehr und weil man im Tunnel schlecht einfach ein Fenster zum Lüften aufmachen kann, hat man stattdessen diese gigantische Anlage installiert, die die Luft reinigt und den ganzen Staub nach oben an die Oberfläche pustet. Ja, Matthias, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich so der aktuelle Stand der Arbeiten? Wir sind in der ersten Bauphase von 2 insgesamt. Wir sind jetzt kurz vor den Stopp- und Richtarbeiten und werden dann auch die Stromschiene in den ersten Bauabschnitt erneuern. Dann wird geschweißt und Ende April wechseln wir auf die zweite Bauphase und dann werden 3 Weichen erneuert und eine Kreuzung. Und ja, dann fangen ja erst einmal die Rückbauarbeiten statt. Ja, man sieht ja auch schon hier rings um uns rum, es geht echt was voran. Danke dir, Matthias, dass du uns heute rumgeführt hast. Das war eine mega coole Sache. Wenn es okay für euch wäre, dann würden wir auch in ein paar Wochen nochmal vorbeischauen und schauen, wie weit ihr gekommen seid. Ja, ich würde mich freuen. Sehr cool. Bis dann. Ciao. Ciao. Die Bauarbeiten an der Implerstraße schreiten also gut voran. Wenn ihr aber mit der U3 und der U6 fahren müsst, kommt ihr natürlich trotzdem an euer Ziel. Die MVG hat nämlich das umfangreichste Schienenersatzverkehrssystem entwickelt, das es in München jemals gab. 42 Busse sorgen immer noch dafür, dass ihr von A nach B kommt. Wenn ihr jetzt noch mehr Insider-Infos über die MVG entdecken wollt, dann einmal den Kanal abonnieren, natürlich auch ein Like da lassen. Ich sag Servus und bis zum nächsten Mal.